Hallihallo alle zusammen, grüßt euch. Heute sind wir wieder mal bei einer Abstimmungsfahrt für eine klassische Stage 1, das wir auch wieder mal ein paar Videos für euch machen. Wir befinden uns in einem Audi A4, 3 Liter TDI, 230 PS mit Allradantrieb. Ich glaube, das haben die alle Serie. Und unsere Tiptronic. Wir wollen euch einfach mal zeigen, was kann der so Serie, was kann der mit unserer Stage 1. Und zudem machen wir Zeitenmessung 100-200. Wir machen nochmal eine 0-100 für euch. Original und Tuning. Und wir geben euch einfach mal uns ein paar Fahreindrücke mit, wie sowas fährt, Serie in Verbindung mit unserer Optimierung. Ganz genau. Wir fahren erstmal, wir sind auf der Autobahn. Wir beginnen gleich mal mit der ersten Messung und halten das alles mal für euch fest. Wir sind jetzt auf der Autobahn. Jetzt versuchen wir gleich mal eine 100-200, eine gescheite Zeit zu fahren im Serienzustand. Mal sehen, wie der Verkehr uns das zulässt. So. Wir machen jetzt mal 100-200 Läufe. Einmal in D, dass der automatisch schaltet, und immer machen wir im Tippgasse, dass wir mal mit Drehmoment raus starten. Die 10 Versuche machen wir jetzt mal. Wir warten bloß mal kurz, jetzt geht es gerade steil berg runter und dann geht es steil berg hoch. Wir wollen hier kein Ergebnis verfälschen. Deswegen fahren wir nochmal ein kleines Stück vor. So, wir starten mal, wenn der jetzt rüberfährt. Na, fährt rüber. Ergebnis 28,8 Sekunden. Aus D. Jetzt fahren wir noch mal eine 100-200 im D, ohne dass er runterschaltet. Fühlt sich zumindest erstmal auf den ersten Metern schneller an, würde ich jetzt mal sagen. Lassen wir es mal so im Raum stehen. Also wir sagen jetzt einfach mal, wir fahren zwischen 28 und 35 Sekunden. Kaum eine große Spanne drin. So, ja, unser erster Voreindruck vom Serienzustand. Wie gesagt, relativ kräftiges Fahrzeug, eigentlich schon Serie. Unraus auf der Autobahn, sehr zäh, in den hohen Geschwindigkeiten, schwierig. Genau, was sagt mein Nachbar? Was sind seine ersten Eindrücke? Svenny? Kraftvoll, aber ja, wie du schon sagst, Autobahnfahrt ist ein Kotzen. Naja. So, was erwarten wir jetzt von unserer Stufe 1? Auf jeden Fall wird das Fahrzeug deutlich freier oben rausdrehen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Das ist in der Tat immer so. Wir fahren ein schön kräftiges Drehmoment. Mal gucken, ich peile so 650 Newtonmeter an. Und so 280 bis 300 PS. Mal gucken, wir machen jetzt keine Endgegnerabstimmung. Wir machen jetzt einfach mal eine klassische Stage 1. Und dann gucken wir einfach mal. So, ich versuche mir jetzt gleich erstmal eine 0-100. Oh, hier vorne ist eine rote Ampel. Ganz nebenbei so. Passt ja. So. Ja, die ist auch scheiß drauf. Bleib einfach stehen hier.
Scheiß drauf. So, mal gucken, was er kann. Zähes Ausdrehen. Wir runden es mal ab. Wir sagen jetzt mal 8 Sekunden glatt. Können wir noch mal einen machen? Machen wir noch einen hier. Jetzt haben wir wieder rot. Wir machen 2 Läufer. Dann haben wir noch ein gutes Ergebnis. Ich mache mal S jetzt rein. Jetzt geht's recht los. Und die Ampel ist rot. Was können wir dazwischen sagen? Wir machen jetzt ein... Natürlich kein illegales Straßenrennen gegen den Mini, aber wir wollen sie mal nicht so auslegen. Ne? Wir wollen einfach nur mal 0-100 messen. Der Sportmodus beflügelt uns. Sage und schreibe minus 0,003 Sekunden schneller von 0 auf 100. Ich denke, die Sportfunktion hat auf jeden Fall ihren Sinn. Das ist die Tatsache. So, jetzt ist es schon ein bisschen später, wie man draußen sehen kann. Es ist schon dunkel. Die Tage bei uns sind immer lang. So, heute, wie gesagt, erster Fahreindruck, Stage 1. Ein Unterschied in der Regel wie Tag und Nacht. Das Fahrzeug ist deutlich strömer und stärker, weil bald mehr drauf treten. Fährt gleich richtig ordentlich. Drehfreudiges Auto geworden. So muss ein Auto fahren. So muss ein 3er TDI fahren. Das wird auch, kommt man sicherlich mein Nachbar. Hast du Fahreindruck von meinem Nachbarn? Erster Eindruck ist gut. Genau. Jetzt machen wir gleich wieder unsere 100-200 Messung, damit vielleicht auch. Wir versuchen es halt irgendwie rüber zu bekommen, damit ihr auch was mitbekommt, ob das Auto schneller ist, wie es sich anfühlt. Also wie gesagt, Fahrzeug liegt deutlich besser am Gas. Drehmoment, wie gesagt, wir fahren jetzt knapp 200 Newtonmeter mehr als Seriendrehmoment. Plus 70 PS, plus wie gesagt 76 PS so in dem Bereich. Merkt man sofort. Ein super, also ein Unterschied Tag und Nacht. Programmierung, wie gesagt, wie immer bei uns aus dem Haus, ganz klar. Wir entwickeln die meisten Datenstände selber. Es gibt ein paar Exoten, da müssen wir ehrlich sein. Da holen wir auch Hilfe dazu. Aber so das ganze VAG-Brei, alles von uns. So. Und wir sind an der alten Stelle ganz nebenbei, weil wir wollen ja nicht bescheißen. Ich würde sagen, treten wir rein. Wir treten rein und los. Wieder ein Kickdown. Zweite Messung dann. Machen wir in Tippgasse. Wir haben auch gerade geflasht, Adaptionsphase ist noch nicht abgeschlossen vom Steuergerät. Das heißt in der Regel, ich schätze mal, eine Sekunde wird noch kommen. Aber wir sind jetzt schon mal direkt 8 Sekunden schneller. 8, wir fahren jetzt 20 Sekunden glatt. Ich denke mal, das ist, ja, das sagt mehr als 1000 Worte. Genau, also alles, das wird mehr aussagen als das, was wir gerade euch rüber versuchen zu pingen. 8 Sekunden schneller. Wahrscheinlich schon sogar 8,5 genau, aber wir sind keine Krümelkacker. 8 Sekunden sagen wir jetzt einfach, wir runden ab. So, das war in Getriebestellung D 100-200. Rückzu, wir machen immer dieselben Messpunkte, ja, damit das alles reproduzierbar ist. Rückzu halten wir den Gang, wir starten aus dem nächst höheren Gang und haben einen Schaltvorgang. Dann gucken wir einfach mal, wie sich das verändert. Sind wir ja vorher, was haben wir gefahren? 34, 35? 35. Ich denke, das gilt ganz stark zu unterbieten. So, jetzt unsere Messung in D. Ein Schaltvorgang. Wie gesagt, bedeutend kräftiger jetzt zum Vorher. Kein Vergleich. So.
0. LKWs sind hier. So, wir machen jetzt mal Nummer 0, 100. So, jetzt schauen wir mal, ob wir unsere 8,08 Sekunden unterbieten. Erste Schätzung. Hier kommt keiner in unserem Gewerbegebiet. Erste Schätzung. 7,5. 7,5? Ich sag 7,3. Wir gucken mal. Alles klar? Alter, wie viel? 6,5? 6,5 Sekunden. So, wir sind zurück in der Werkstatt. Jetzt machen wir mal ganz kurz Zusammenfassung. A4, Palatelli, Software, Stage 1, bei uns auf 209 Späß, 650 Newton. Hallo Erich. Hallo. Unser Kunde, der war da hinten, der guckt uns ein bisschen zu. Wo sind wir jetzt? 0,100, original 8 glatt, sagen wir jetzt mal. Stufe 1, 6,5 Sekunden und wir sind 100, 200 von automatisch geschaltet 28 Sekunden auf 20 glatt und gehaltener Gang sind wir jetzt bei 21 statt 35 Sekunden. Ja, recht, dann Auto schneller geworden. Viel schneller. Viel schneller. Genau, das ist unser Resümee. Wie gesagt, wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendwas zu dem Video verbessern wollt, irgendwas habt, was ihr wissen wollt, schreibt uns einfach. Ansonsten gucken wir, dass wir mal öfters mal ein paar Videos hinbekommen, die vielleicht ein bisschen interessant für euch sind. Und ja. Sveni sagt tschüss. Tschüss. Ich sag tschüss. Erich sagt tschüss. Ciao. Macht's gut. Bis demnächst.